Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Und wir wollen uns heute mal mit dem Wahl-o-mat beschäftigen. Keine große Vorrede, denn das sind 38 Fragen, die werden wir gleich mal so versuchen, mehr oder weniger im Schnelldurchgang abzuarbeiten. Ja, dann wollen wir mal schauen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich bin schon ganz gespannt. Okay, ich hätte den Wahl-o-mat schon mal zur Europawahl ausprobiert, aber jetzt erstmalig dann auch zur Bundestagswahl 2021. Und dazu mache ich mich jetzt erstmal klein und gehe unten in die Ecke. Ja, wie ihr zum Wahl-o-mat kommt, brauche ich euch, glaube ich, nicht großartig erklären. Das geht über Google ganz einfach. Einfach Wahl-o-mat, Bundestagswahl 2021 eingeben und schon kommt ihr dann auf die entsprechende Seite. Ja, wir fangen gleich mal an mit dem Start und gehen zur ersten Frage. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Also da bin ich schon mal dagegen, das werde ich auch nicht groß erklären. Die Unfallgefahr ist in der Stadt oder auf der Landstraße wesentlich größer. Also was soll das? Zweite Frage, Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Da stimme ich auch nicht zu. Die sollen lieber mit ihren Geldern vernünftiger umgehen. Da müssen keine Beraterkosten anfallen. Da müssen auch nicht irgendwelche Dinge bezahlt werden, die nachher nicht funktionieren, wie der Bundesrechnungshof das immer bei der Bundeswehr rügt. Also da bin ich jetzt auch schon bei Stimme nicht zu. Drittens, bei Bundestagswahlen sollten auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Bin ich voll dagegen, denn ich denke, da fehlt noch so ein bisschen der Überblick. Dann sind die wahrscheinlich eher empfänglich dafür, was ihre Lehrer erzählen in der Schule, als dass sie sich selber irgendwie einen unabhängigen Überblick verschaffen und einen Eindruck gewinnen. Ja, also stimme nicht zu. Viertens, Windenergie. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Das ist nun wieder die Frage, ob man an den menschgemachten Klimawandel glaubt oder nicht. Ich glaube nicht dran. Ich bin dafür, weiterhin Kohle und Gas zu verstromen. Mit Atomkraft ist das so eine Sache. Das ist ja immer sehr unsicher auch und ein Entsorgungsproblem. Also ich stimme zu, dass es beendet werden soll und stattdessen sollte man doch weiter auf Kohle und auf Gas setzen als Energiequelle. Fünftens, die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich stärker begrenzt werden. Halte ich für sinnvoll, weil die Mieten sind ja nahezu ungezügelt in die Höhe geschossen und da sollte es möglicherweise dann auch eine Obergrenze geben, sonst kann man sich die Miete bald gar nicht mehr leisten. Okay, ich stimme mal zu. Sechste Frage. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Der Hintergrund ist natürlich, dass die reichen Industrieländer auf der Welt den armen Dritte Weltländer die Impfstoffe wegkaufen. Das heißt, die Dritte Weltländer haben gar keine Chance, irgendwie da ranzukommen, um dann halt auch ihre Bevölkerung zu impfen. Gut, steht und fällt natürlich mit der Prämisse, ob man das Ganze überhaupt befürwortet oder nicht. Da ich das Ganze eher skeptisch sehe, sage ich mal neutral. Siebtens. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vollzogen werden, hatte ich eben schon angesprochen, stimme ich nicht zu. Achte Frage. Gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Ja, auf der einen Seite ist das natürlich toll, ne, wenn dann die Beamten zum Beispiel oder die Selbstständigen genauso wie bisher schon die Arbeiter und Angestellten verpflichtet werden, diese Rentenversicherung zu nutzen, das heißt da einzuzahlen und nachher dann auch eine Rente zu bekommen. Allerdings ist dann natürlich die Frage, wie das Ganze dann sein soll. Im Moment bekommen ja die Beamten noch Pensionen. Das heißt, sie haben auch keine Abgaben für Rentenversicherung. Auf der anderen Seite haben sie dann halt auch niedrigere Gehälter, weil gesagt wird, okay, ihr habt ja weniger Abgaben, ihr habt keine Abgaben für Rentenversicherung oder für Arbeitslosenversicherung, weil ihr den Beamtenstatus habt. Ja, und deswegen hat man das immer so ein bisschen begründet, dass man die Bruttogehälter dann halt auch ein bisschen niedriger ansetzen kann. Wenn man jetzt sagt, die Beamten sollen jetzt auch Rentenbeiträge bezahlen und da auch in die Solidarkasse einzahlen,
dann werden die wahrscheinlich sagen, ja gut, dann müsst ihr uns mehr Geld, also höhere Gehälter zahlen, damit wir das dann auch stemmen können. Das zweite Problem, was ich hier sehe, ist, dass sich das Ganze dann verlagert. Ne? Die Leute zahlen dann alle ein, aber nachher müssen auch Beamte und Selbstständige aus der Rentenkasse ausbezahlt werden. Ja, und das heißt dann natürlich nichts anderes, als dass man nicht nur höhere Einnahmen hat, sondern nachher auch wieder höhere Ausgaben. Das ist also nur ein zeitlich befristetes Projekt. Ich würde eher sagen, okay, wenn man das so machen will, oder auch wenn man es nicht macht. In jedem Fall muss ja auch die Rentenkasse mit Steuergeldern aufgestockt werden. Da wird jetzt das Ganze auch nicht unbedingt durch eine Regelung, wonach alle Erwerbstätigen dort einzahlen müssen, irgendwas großartig verbessert werden. Gut, müsste man vielleicht nochmal im Detail schauen, wie man sich das vorstellen kann. Aber solange wie das nicht geklärt ist, ist es unausgegoren und damit bleibe ich neutral. Neunte Frage. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Ja, also mir stellt sich da eine Frage. Wenn jemand als Flüchtling anerkannt wird, dann kommt er ja aus einer Krisenregion. Das heißt, meinetwegen aus einem Land, wo Krieg ist oder sonst irgendetwas Gräuliches passiert. Ja, aber dann ist er dann bei uns ein anerkannter Flüchtling. Dann ist alles gut. Aber dann hat er ein Recht auf Familiennachzug. Für mich stellt sich die Frage, wo ist denn die Familie jetzt? No? Sie ist dann noch wohl in diesem Krisengebiet, ist in Lebensgefahr. Dann hätte ja der Flüchtling sagen müssen, okay, ich nehme meine Familie mit und wir flüchten alle gemeinsam vor dieser Gefahr. Wenn sie aber zurückgeblieben sind, weil es dann doch vielleicht sicher ist in diesem Land, dann frage ich mich, warum der Flüchtling hier als anerkannter Flüchtling gilt, wenn seine Familie in Frieden oder in, sage ich mal, in Ruhe im Heimatland leben kann. Also das ist für mich so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir einen anerkannten Flüchtling, weil er aus einem Krisengebiet kommt. Auf der anderen Seite ist seine Familie dort geblieben, weil es wahrscheinlich dann doch noch relativ ruhig ist und dann hätte er eigentlich auch da bleiben können. Oder wenn es wirklich, wie gesagt, gefährlich dort ist, dann hätte seine Familie gleich mitflüchten müssen. Ja, das ist so ein Widerspruch wieder, dass ich hier auf neutral gehe, weil ich denke, das muss erstmal geklärt werden. Zehntens, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Also ich denke mal, das sind diese Konzerne wie Google oder wie sie alle heißen, Facebook und so, die Milliarden um Milliarden einnehmen und dann hier keine Steuern zahlen, weil sie irgendwo auf einer Steueroase ihren Hauptsitz haben und demnach halt hier keine Steuern bezahlen. Ja, warum eigentlich nicht? Nachteilig wird es wahrscheinlich für die User, denn die müssen sich mehr Werbung angucken und vielleicht auch höhere Beiträge zahlen, was kostenpflichtig ist. Das ist auch wieder so eine Sache. Generell stimme ich natürlich zu, dass große Firmen, die Milliardenumsätze machen, dann halt auch Steuern zahlen müssen in den Ländern, wo sie das erwirtschaften. Elftens, die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Das ist für mich zu allgemein, diese Aussage, damit kann ich nichts anfangen. Generell würde ich sagen, es gibt ja mittlerweile auch gleichgeschlechtliche Ehen und ich denke, dort gibt es genauso wie in traditionellen Familien Kindergeld, da gibt es Ehegattensplitting und was es nicht alles auch für andere gibt. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was hier konkret damit gemeint ist mit dieser Förderung. Im Prinzip haben wir natürlich den Gleichheitsgrundsatz. Man müsste halt erstmal wissen, worum es hier eigentlich geht. Und deswegen, weil ich das nicht weiß, werde ich jetzt hier erstmal neutral sagen. Zwölfte Frage. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Das erinnert mich so an dieses Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und von daher ist es immer schwierig, wenn die Parteien Geld bekommen. Obwohl, wenn man das jetzt abschaffen würde, würden die Parteien wahrscheinlich andere Wege und Möglichkeiten finden, die Hand aufzuhalten, was so an Spenden von Unternehmen reinkommt. Man weiß ja auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer und die Grauzone ist und wie sehr dann vielleicht auch einzelne Abgeordnete oder Funktionäre da immer schön was bekommen. Ich stimme mal zu, weil ich denke, dass die Abhängigkeit schon jetzt zu groß ist und auch der Lobbyismus sollte mal ein bisschen zurückgedrängt werden. Ja, das sind Volksvertreter und nicht Unternehmensvertreter, die da im Bundestag sitzen. Studentinnen und Studenten sollten BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Also wenn man sagt, Kinder von sehr reichen Menschen sollten
jetzt vielleicht weniger BAföG oder vielleicht auch gar keinen BAföG bekommen, dann muss man auf der anderen Seite die Eltern dann halt auch verpflichten, für ihre Kinder aufzukommen. Jedenfalls im begrenzten Maßstab. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, dann können ja Studenten und Studentinnen ja bis 30, bis 40, bis 50 studieren und die Eltern müssen dafür aufkommen. Also, dass die Eltern dafür aufkommen müssen und dass dann auch kein BAföG notwendig wäre, das finde ich schon als sinnvoll. Jedenfalls ab einer bestimmten Vermögenslage der Eltern. Wie gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen und Begrenzungen. Aber generell würde ich vielleicht zustimmen, beziehungsweise nicht zustimmen. So. Man muss ja immer gucken, wie die Frage formuliert ist, dass man dann entweder sagt, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Auf den ersten Blick wüsste ich jetzt nicht, was da gegensprechen sollte. Auf den zweiten Blick wüsste ich aber auch nicht, was das für Vorteile hätte. Tja, und deswegen würde ich sagen, bleibe ich mal neutral. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechteridentitäten sprachlich berücksichtigen. Soweit kommt es noch, stimme ich nicht zu. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Ja, natürlich soll sie das. Da werden Millionen dafür ausgegeben, diese Pipeline zu bauen. Ja, wir wollen vom Öl weg, wir wollen vielleicht eher zum Gas hin, da Gas ja auch umweltfreundlicher ist. Es hat ja auch viele Vorteile für uns, ne? Die Amerikaner sind natürlich dagegen, die wollen ja Fracking-Gas uns unterjubeln. Aber ich bin dafür, dass diese Pipeline nicht nur gebaut, sondern dann auch genutzt wird. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ja, er hat sich überlebt. Nach über 20 Jahren gibt es, glaube ich, keine plausible Begründung mehr dafür, diesen Solidaritätszuschlag noch aufrechtzuerhalten. Man könnte vielleicht dann auch über Alternativen nachdenken, aber der Solidaritätszuschlag hat sich überlebt. Der müsste eigentlich weg. Alternativen vielleicht ab einer bestimmten Einkommensgrenze. Ich würde sagen, ich stimme zu. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich wage jetzt auch nicht in der Kürze der Zeit, diese komplett zu beantworten. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch Nonnen oder so, die auch irgendwie bestimmte traditionelle Kleidung tragen und auch ihr Haar verdecken mit irgendwelchen Hauben oder Umhängen oder was. Ja, und das wollen wir anderen nicht zugestehen. Aber ich bin generell der Meinung, jeder soll da die Frage für sich selber beantworten. Das Problem hierbei ist wieder, dass die Frauen, die mit Kopftuch herumlaufen, aus den islamischen Gebieten stammend, dass die das möglicherweise halt nicht freiwillig machen. Also von daher wäre es für sie vielleicht eine Erleichterung, aber für andere, die es aus Überzeugung tun und auch machen wollen, wäre es natürlich wieder eine Gängelei. Da müsste man vielleicht im Einzelfall entscheiden. Deswegen bin ich jetzt auch neutral. 19. Halbzeit. Die Zulassung von Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Bin ich dafür. Und Autofahrer dürfen auch nicht die Melkkuh der Nation sein. Dadurch, dass der Sprit teurer wird, wird nicht weniger Auto gefahren. Irgendwann natürlich schon, dann können sich nur noch die Reichen das Autofahren leisten. Und das ist ja dann auch wieder asozial und sozial. Also generell würde ich sagen, soll der Verbrennungsmotor weitergefahren werden. Auch langfristig. Der Bund soll mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten. Ja, die Sache ist die, ich wohne ja schon immer hier im nördlichen Niedersachsen, kurz vor Hamburg. Und früher in der Schulzeit war es so, dass hier einige Leute nach Hamburg gegangen sind zur Schule, weil dort das Abitur leichter war. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das alles bundeseinheitlich ist. Deswegen soll der Bund da auch mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten. Also da stimme ich zu. 21. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Ja, dann ist die Frage, was sind das für Projekte? Sind das staatliche Projekte? Dann ja wohl nicht, weil die kommen ja sowieso aus der Steuerkasse. Dann muss man fragen, was sind das hier für Projekte? Können ja dann nur private Projekte sein? Und da würde ich diese generelle Aussage natürlich scheuen. Denn es gibt bestimmt Projekte, die seriös sind, ja, die man auch durchaus unterstützen kann. Aber zum Beispiel, wenn die Antifa jetzt sagt, ja, wir sind ja jetzt hier so für den Kampf gegen den Antisemitismus und
so weiter, ja, dann muss man ja nicht so eine linksextreme Gruppe dann unterstützen mit Staatsgeldern. Also das würde ich auf keinen Fall einsehen. Deswegen, ich bin dafür, dass man genau hinschaut, was das für Projekte sind, wer sie betreibt und welchen Sinn das Ganze hat. Und dann kann man sie auch unterstützen oder eben auch nicht unterstützen. Aber diese Aussage als allgemeine Aussage kann ich nicht unterstützen. Da bin ich erstmal neutral. 22. Aufträge an chinesische Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Ja, das heißt, die organisieren bei uns die Kommunikationsinfrastruktur und lassen dann vielleicht ein paar Wanzen da und können uns dann ausspionieren. Ist ja auch so, dass hier in Deutschland schon Handys vertrieben werden mit chinesischen Fabrikaten. Da kann man ja dann auch sagen, okay, vielleicht werden wir damit ausspioniert, aber genauso gut spionieren uns auch die Amerikaner aus mit ihren Apple-Geschichten und Android und was weiß ich da alles. Wir sind ohnehin schon wahrscheinlich sehr stark ausspioniert. Aber wenn jetzt die Chinesen vielleicht dann auch noch unsere Sachen hier anzapfen und mithören, ist das natürlich auch nicht so gut. Ja, vielleicht sollte man generell mal alles auf den Prüfstand stellen. Ja, also ich würde dann schon sagen, das muss erstmal alles geklärt und definiert werden. Neutral. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Also ich bin ja generell für die Trennung zwischen Staat und Kirche. Und das betrifft ja eigentlich auch nur die beiden großen Kirchen, die römisch-katholische und die evangelisch-lutherische. Dann ist das natürlich eine Geschichte, die ich eigentlich ablehne. Und die kleinen Kirchen, die Freikirchen, die zeigen ja, wie es geht. Die bekommen keine Kirchensteuer und die überleben auch, indem sie halt von Spenden leben. Und das ist, denke ich mal, das, worum es eigentlich geht, dass die Gläubigen dann auch freiwillig Geld spenden oder eben auch nicht. Ja, das muss jeder selber wissen, aber über den Staat das Ganze abzuwickeln, dem stimme ich dann halt nicht zu. Ja, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein und warum nicht auch gleich Kokain und Heroin und was es da alles so gibt. Wir haben schon genug legale Drogen und ja, komisch, da fragt auch keiner, wie stark Alkoholmissbrauch oder das Rauchen unsere Gesundheitssysteme belastet. Das sind auch zigtausend Tote jedes Jahr. Aber noch weitere legale Drogen brauchen wir eigentlich nicht. Also von daher stimme ich nicht zu. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Ich wäre dafür, die Europäische Union zu reformieren. Wir hatten früher am Anfang die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, wir hatten einen europäischen Binnenmarkt. Und das ist das, worum es ja eigentlich gegangen ist. Ja, wenn man sagt, wir schaffen die Grenzen ab, die Grenzkontrollen innerhalb Europas, damit leben wir ja nun auch schon seit längerer Zeit hier im Schengen-Raum. Aber so eine Europäische Union, wie wir jetzt haben, braucht kein Mensch. So ein aufgeblähtes Verwaltungsmonster mit einer Regulierungswut und was weiß ich nicht alles. Und da überwiegen, glaube ich, eher die Nachteile als die Vorteile. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir ja dann auch noch irgendwann die Vereinigten Staaten von Europa. Dann haben wir hier in Deutschland noch weniger zu sagen. Ja, in ihrer heutigen Form würde ich die Europäische Union eher verlassen. Oder man macht es, wie de Gaulle gesagt hat, ein Europa der Vaterländer. Und dann würde auch, so wie gesagt, eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ausreichend sein. Sollte sich die Europäische Union nicht reformieren lassen, stimme ich zu, austreten. 26. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Das funktioniert ja noch nicht mal bei den Grünen. Ja, im Saarland haben sie sich da so blamiert. Ne? Erst hatten sie da einen Mann an der ersten Position und dann abwechselnd eine Frau. Die Frau auf Platz 2, die konnte einfache Fragen nicht beantworten. Dann hat die Bundesspitze der Grünen dort interveniert und gesagt, so geht das nicht. Und dann wurde nochmal da neu irgendwie ausgelost und was weiß ich da, wie das da alles zustande kam. Und letztendlich haben sie es verpasst, die Fristen und auch einige Vorgaben nicht beachtet, sodass sie, glaube ich, im Saarland jetzt gar nicht zur Wahl zugelassen sind, die Grünen. Ja, also ich würde sagen, jetzt stellen wir uns mal eine Partei vor, Partei XYZ.
Da sind 75% der Mitglieder männlich und 25% der Mitglieder weiblich. Wenn man das jetzt abwechselnd auf die Liste setzt, weiblich, männlich, weiblich, männlich, ja, dann hat man am Ende viele Frauen, die nicht qualifiziert sind, weil es da einfach weniger gibt. Und dann brauchen die sich auch nicht wundern, wenn von Quotenfrauen gesprochen wird. Ich meine, wir sehen ja bei den Grünen, ja, was da für Frauen drin sind, ne? Von Frau Baerbock über Roth, Künast und wie sie alle heißen. Ja, also das ist nicht unbedingt eine Bereicherung. Allerdings kann man das auch nicht von den grünen Männern sagen, ne? Ja, wenn man schon den Hofreiter sieht, da weiß man auch schon Bescheid. Und wenn er dann den Mund aufmacht, dann sind alle Zweifel beseitigt. Generell würde ich sagen, das ist absoluter Quatsch, ne? Man sollte nicht irgendwie aufgrund seines Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt werden. Und es sollte nach Qualifikation und Leistung gehen. So, weiter geht's. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Wenn das dazu führt, dass man sagt, Behandlung eines Blinddarms, meinetwegen so und so viel Euro, egal wie lange der im Krankenhaus liegt, dann wird es natürlich dazu kommen, dass die Krankenhäuser möglichst schnell entlassen. Und da muss ich schon sagen, ja, Fallpauschale kann ich eigentlich nicht so richtig was mit anfangen. Und ich weiß auch nicht, welche Alternativen es da gäbe. Ich sag mal neutral. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Klingt natürlich nicht schlecht, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wenn wir die hohen Vermögen immer mehr besteuern und immer mehr wegnehmen, dann werden die Betreffenden natürlich immer mehr verärgert sein und irgendwann vielleicht das Land verlassen und dann bekommen wir gar keine Steuern mehr von ihnen. Ist natürlich eine zweischneidige Sache. Ich meine, wenn man das im Maß macht, wenn man sagt, okay, wir setzen es geringfügig hoch, die Steuern für die hohen Vermögen, ja, dann mag das noch gut gehen und dann mag das vielleicht auch sinnvoll sein. Aber wenn man jetzt sagt, ja, wir hauen den mal ordentlich ein vor den Bug und ja, so, dann kann es wie gesagt sein, dass die dann unser Land verlassen und wir gar nichts mehr von den ihren Geldern sehen. Deswegen stimme ich zu, aber halt mit Augenmaß. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ist da möglicherweise sinnvoll, wenn ein entflohener Häftling oder ein gesuchter Krimineller da irgendwo langläuft und dann geht in irgendeinem Überwachungszentrum dann eine rote Lampe an, ne? Da ist er, ne? Und Polizeiwagen hin und holt ihn gleich ab. Andererseits werden ja wohl auch diese Kriminellen öffentliche Plätze ohnehin meiden, ja, weil möglicherweise da vielleicht irgendwo ein Polizist gerade rumsteht und ihn dann sieht. Ja, da hat er ja auch nichts gekonnt. Die drücken sich sowieso eher irgendwo andersrum, glaube ich, bevor sie irgendwo sich in öffentliche Plätze hinwagen. Ist für mich nicht sinnvoll, Gesichtserkennungssoftware zu verwenden. Es ist natürlich auch die Frage, ob das dann nicht irgendwann auch missbraucht werden kann. Heute entwickelt sich ja alles doch sehr in Richtung Totalitarismus. Von daher wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit weiteren Überwachungsmaßnahmen. Denn, wie gesagt, das kann dann auch schnell missbraucht werden. Ich stimme nicht zu. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Das ist dieses Ehegattensplitting. Da kann man eine ganze Menge zu sagen. Also zum einen haben wir ja die Situation, dass es früher so war, man hatte ein gemeinsames Konto, so, und dann war das unser Geld. Ja, aber heute hört man immer häufiger, der Mann hat ein Konto für sich, die Frau hat ein Konto für sich, das ist mein Geld, das ist dein Geld. Ja, und dann durch die unterschiedlichen Steuerklassen meckert dann die Frau rum, dass sie so hohe Abzüge hat und ihr Mann nicht und der hat viel mehr als ich und so. Und deswegen funktioniert das Ehegattensplitting irgendwie heute nicht mehr. Das funktioniert nur da, wo man das Geld auf ein Konto gibt, wo beide dann auch Zugriff haben und wo man nicht sagt, das ist meins, das ist deins, sondern das ist unser Geld. Aber wie gesagt, das wird heute gar nicht mehr so häufig gemacht. Ja, wenn man Kinder unterstützen möchte, dann sollte man vielleicht das Kindergeld erhöhen und die Zulagen für Kinder erhöhen. Allerdings würde ich das nicht mehr mit der Gießkanne austeilen, sondern ab einem bestimmten Einkommen würde ich halt kein Kindergeld und keine Unterstützung für Kinder mehr auszahlen. Zum Beispiel ein Fußballer, der im Jahr 4 Millionen Euro bekommt
oder ein Vorstandsvorsitzender oder so, ja, die haben natürlich dann keine Notwendigkeit, da auch noch Kindergeld zu beziehen oder einen Kinderfreibetrag zu haben oder irgendwas. Ob sie das nun haben oder nicht, das merken die am Ende des Tages gar nicht. Da sind eher sozial schwache Familien auf jeden Euro angewiesen und dann könnte man dort das Geld auch erhöhen und diese Familien dann halt fördern, die es dann halt auch nötig haben. Es steht und fällt halt damit, wie die Ehepartner halt das Geld definieren. Wenn sie sagen, das ist mein Geld, das ist dein Geld, dann macht das natürlich keinen Sinn, ein Ehegattensplitting zu haben. Wenn sie aber ein Konto haben, wo das Geld drauf geht und das ihr gemeinsames Geld ist, ja, dann ist das Ehegattensplitting sinnvoll. Auf der anderen Seite heiraten ja viele auch nur noch wegen dem steuerlichen Vorteil. Und wenn der wegfällt, dann heiraten viele gar nicht mehr. Dann ziehen die wahrscheinlich so zusammen und kann ja heute jeder machen, wie er möchte. Ist ja auch die Sache, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Also ich bin jetzt mal neutral. 31. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Würde ich als sehr sinnvoll ansehen. Warum sind die ökologischen Lebensmittel, die halt auch weniger schadstoffbelastet sind, teurer als die konventionell angebauten Lebensmittel? Es müsste ja eigentlich umgekehrt sein, wenn der Bundesregierung tatsächlich die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt, wie sie immer tun. Aber anscheinend ist das nur in einem Punkt der Fall. Also natürlich, ja, voll und ganz stimme ich zu. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Ja, werden sie denn im Moment noch nicht staatlich anerkannt als Religionsgemeinschaften? Solange es friedliche Religionsgemeinschaften sind und auch wirklich Religionsgemeinschaften und nicht so Pseudo-Religionen wie Scientology oder so, da würde ich schon sagen, sollte der Staat diese Religionsgemeinschaften auch anerkennen. Allerdings hat das halt seine Grenzen, zum Beispiel wenn da Hassprediger irgendwo in den Moscheen ihre Dinge zum Besten geben, dann ist das natürlich eine problematische Sache. Aber in bestimmten Grenzen sollten Religionen schon anerkannt werden. Schließlich haben wir ja auch Religionsfreiheit. 33. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Bin ich absolut dagegen. CO2, das sagen auch renommierte Wissenschaftler, hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Die Auffassung, man könnte den Klimawandel durch höhere Preise aufhalten oder bekämpfen, ist auch Schwachsinn. Erstens, nur weil der Staat mehr Einnahmen hat, ist es auf der anderen Seite noch lange nicht gesagt, dass dadurch das Klima gerettet wird. Auf der anderen Seite ist es asozial, weil die Reichen werden sich nach wie vor alle Freiheiten nehmen können, während die Armen sich vielleicht das eine oder andere nicht mehr leisten können. Und dann ist es halt eine Sache des Portemonnaies. So wird das dann halt unsozial oder asozial. Also stimme nicht zu. Ja, die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja, da muss man natürlich sich auch fragen, okay, wir haben auf der einen Seite sehr viel Geld, was verschwendet wird, was zum Beispiel für unnötige Lockdowns und deren Folgen aufgewendet werden muss, was für unnötigen Kampf gegen den Klimawandel aufgewendet wird, was für unnötige Beiträge aufgewendet wird. Jetzt zum Beispiel für die NATO hat man 2021 einen Betrag von 53 Milliarden Euro überwiesen. Die EU kostet ja auch immer Milliarden um Milliarden. Dann zahlen wir noch Entwicklungshilfe an so notleidende Länder wie China, ja, wo sich die ganze Welt drüber totlacht. Wir haben sehr viel Geldverschwendung in unserem Staatsapparat. Und wenn man das Geld alles sparen würde und für vernünftige Dinge ausgeben würde, ja, dann könnten wir die Schuldenbremse beibehalten. Dann bräuchten wir keine neuen Schulden aufnehmen. Dann könnten wir wahrscheinlich noch alte Schulden zurückzahlen. Also ich stimme zu. Die Schuldenbremse soll bleiben. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Ja, auf dem ersten Blick natürlich schon. Für wen denn sonst? Ne? Politisch Verfolgte, klar. Aber was ist denn zum Beispiel mit religiös verfolgten Menschen? Wenn jemand in einem islamistischen Staat sich zum Christentum bekehrt, dann kann es sein, dass er dort gesteinigt oder sonst irgendwie ums Leben kommt. Ja, und dann sollte natürlich auch für solche Leute es möglich sein, Asyl zu bekommen. Es steht ja hier nicht, in welchem Land, ne? Also gehen wir mal von der Europäischen Union aus oder von einem Nachbarland, ja, in dem derjenige sicher leben könnte, ne? Also Asyl schon und nicht nur für
politisch Verfolgte, sondern vielleicht auch für religiös Verfolgte. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Schwerpunkte, die man setzen kann. Aber generell würde ich zustimmen, nicht zustimmen. Ja, ist immer die Frage, wie die Frage formuliert ist. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2020 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Bin ich dafür, und ich bin auch dafür, dass der Mindestlohn auch in den Bereichen gilt, wo er heute noch nicht gilt. Denn schließlich kann es nicht sein, dass jemand 40 Stunden die Woche arbeiten geht und dann am Ende noch mit Hartz IV sein Gehalt aufstocken muss. Da stimme ich zu. Vorletzte Frage, 37. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Das ist auch wieder so eine unsoziale Geschichte, ne? Dann können sich wieder nur die Reichen das Fliegen leisten, die Armen müssen zu Hause bleiben. Ja, das kann natürlich nicht sein. Also ich stimme nicht zu. Letzte Frage. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja, wer soll denn das sonst entscheiden? Ich verstehe die Frage nicht. Was gibt es denn da für Alternativen? Soll das der Staat vorschreiben? Sollen das die Arbeitnehmer verlangen können? Mit dieser kurzen Frage kann ich natürlich nicht viel anfangen. So. Die Fragen haben wir jetzt alle durch und jetzt haben wir hier die Gewichtung der Thesen. Manche Dinge können natürlich stärker gewichtet werden als andere. Zum Beispiel, wenn ich sagen möchte, mir ist es wichtig, dass es kein Tempolimit auf Autobahnen gibt, kann ich hier anklicken, dann steht hier zweimal drin, dann ist das doppelt wichtig für mich, ne? Und demnach wird eine Partei, die jetzt kein Tempolimit haben will, wahrscheinlich dann auch weiter nach oben rutschen in der Auswertung. Erhöhung der Verteidigungsausgaben ist mir auch wichtig. Wählen ab 16 auf keinen Fall ist mir auch wichtig. So, Ausstieg aus der Kohleverstromung, da bin ich dagegen. Dann haben wir hier ein paar neutrale Sachen. Dann Steuer auf digitale Dienstleistungen, Parteispenden. Nord Stream 2 auf jeden Fall. Der Verbrennungsmotor sollte weiterhin genutzt werden. Austritt aus der EU. Gerne. Also wie gesagt, wenn sich die EU nicht reformieren lässt, dann müssen wir da ganz dringend raus. Ökologische Landwirtschaft, islamistische Verbände, Schuldenbremse. Erhöhung des Mindestlohns. Okay, ich denke mal, dann haben wir soweit alles durch. Und dann können wir die Parteien auswählen. So, hier sind sie alle und sie sind alle blass. Das sind die Parteien im Bundestag. Das sind die anderen alle. Ich möchte alle Parteien gleichzeitig auswählen. Mal sehen, ob dann... Ja, das war in den letzten Wahlen immer so, dass man sich nur, glaube ich, 6 bis 8 Parteien aussuchen konnte. Und das war natürlich dann auch diskriminierend. Ich glaube, da gab es ein Gerichtsurteil, dass jetzt halt auch die Parteien alle ausgewählt werden können, damit man dann auch einen gesamtheitlichen Überblick bekommt. Also die NPD würde ich jetzt eigentlich rausnehmen, aber da muss ich die anderen alle selber anklicken. Ich lasse jetzt mal hier alle eingestellt und dann gehe ich hier jetzt weiter zum Wahlomat-Ergebnis. So, hier haben wir das Ergebnis. Ich setze mich mal auf die andere Seite, damit man die Prozentzahlen sehen kann. Und da habe ich hier am meisten bei BÜSO, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, mit 80%. Würde ich vielleicht sogar wählen, wenn ich davon überzeugt wäre, dass sie über die 5%-Hürde kämen. Aber weil sie das nicht schaffen werden, werde ich sie auch nicht wählen. So, dann haben wir der dritte Weg. Dann haben wir die Basis, die ich ein bisschen als sehr schwierig ansehe. Aber wie gesagt, wird auch keine Rolle spielen, kommt nicht über die 5%. Unabhängige menschliche Welt, NPD, ja, die wollte ich eigentlich ganz rausnehmen, aber... Ja, AfD, das ist die erste Partei hier von den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, aber auch nur 2/3 Übereinstimmung, aber wahrscheinlich in den wesentlichen Punkten schon. Ja, ich hab gehört, dass also
viele Menschen, die eigentlich auch die Altparteien normalerweise wählen, diesen Wahl-O-Mat gemacht haben und dann die höchste Übereinstimmung mit der AfD hatten, obwohl sie die wahrscheinlich niemals wählen werden. Aber ja, das muss man mal sich vor Augen halten, ne? Dass im Wahl-O-Mat plötzlich die AfD immer ganz weit oben ist, auch bei Menschen, die andere Parteien wählen. Aber die AfD hat offensichtlich das Ohr am Puls der Zeit. Ja, denen sind offensichtlich auch die Meinung und die Bedürfnisse der Menschen wichtig. Dann haben wir hier Team Totenhöfer, kenne ich gar nicht. Bündnis C, das ist, glaube ich, hervorgegangen aus der Partei Bibeltreuer Christen. Da haben sie sich wahrscheinlich mit anderen christlichen Parteien zusammengeschlossen, kommen aber trotzdem nicht über die 5%-Hürde. Die Grauen, ne, die Grauen Panther, die Seniorenpartei, Bürgerbewegung. Ja, wo bleiben denn jetzt die ganzen Altparteien, komischerweise? Ja, CDU, CSU, hinter den Piraten noch, mit 57,8%. Also gut, die Hälfte stimme ich mit ihnen überein, aber das ist auch sehr wenig. Ja, dann haben wir hier die FDP mit 51%. MLPD, sagt mir überhaupt nichts, BP, sind das die Tankstellen? Keine Ahnung. Mineralölkonzern, Liebe, naja, V-Partei, der Schleswigsche, Südschleswige Wählerbund oder aus Schleswig-Holstein, regional. Ja, gut, dann haben wir hier die SPD, da habe ich dann nur noch 43% Zustimmung, die Linke 42%. Die Partei, ja, möglicherweise, dass sie einen Direktkandidaten reinbekommen, ne, wieder in Hamburg, wo sie auch schon zur Europawahl den Direktkandidaten nach Brüssel schicken konnten. Ja, vorletzter dann schon hier die Grünen mit 38,9% und dann kommen nur noch die ÖDP. Ja, also. Letztendlich, wie gesagt, muss jeder wissen, was er wählt. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass wir ganz dringend zur Wahl gehen sollten. Denn wer nicht wählen geht, der hat schon verloren. Ne? Da werden dann die Parteien stärker, die gerade derjenige nicht will, der nicht gewählt hat. Und dann meckert er wiederum, ah, die Grünen haben so viel gekriegt oder die oder jene oder so. Ne? Geht jetzt wieder alles weiter wie bisher, die Alten haben wieder gewonnen. Ja, wenn man nicht hingeht und aktiv eine andere Partei wählt, dann werden auch die Alten wieder mit von der Partie sein, nicht wahr? Und deswegen kann ich nur halt empfehlen, geht zur Wahl, macht euer Kreuz an einer alternativen Stelle. Nur dann kann sich etwas ändern, wenn man wirkliche Opposition wählt. Was verändert man, wenn man zu Hause bleibt? Da verändert man überhaupt nichts. Im Gegenteil, man stärkt nur das System, weil man eben das System nicht abwählt, die Blockflöten der Altparteien. Ne? Und das ist ja eigentlich auch egal, wen man wählt von den Altparteien, denn die koalieren ja dann doch wieder untereinander und klüngeln rum und dann hat man doch wieder die gleiche Politik. Also, wie gesagt, geht zur Wahl und wählt eine alternative Partei. Ne? Es gibt nur eine Oppositionspartei im Bundestag und die muss man dann halt auch wählen, wenn man mit dem System, mit den etablierten Altparteien nicht zufrieden ist. Ja, es gibt nur diese eine Alternative. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr für Testergebnisse habt beim Wahl-O-Mat. Ne, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal auch auf Telegram und teilt meine Videos gerne auf den sozialen Netzwerken. Gebt sie auch weiter per Link über die Messenger-Dienste, wie auch immer. Ja, ich verlasse mich auf euch. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alex von Mackie.